Ja. So, meine Damen und Herren, wir sind ready hier. Walperswil trifft auf Sempach, Spitzenspiel der ersten Liga. Wir machen uns bereit, um die Uhr anzulassen. Wer kann die Nationalliga B aufmischen? Die Damen in Blau aus dem tiefen, tiefen Seetal oder die Damen in Gelb-Rot am Sempacher See, Zentralschweiz? Gut, das werden wir in ein paar Minuten etwas besser wissen. Genau werden wir es nicht wissen können, denn das Spiel sehr, sehr ausgeglichen, denn die Liga geht noch eine Weile. Walperswil ist abgestiegen aus der Nationalliga B letzte Saison. Habt ihr gesehen? Die gleichen Trikots haben sie getragen, die Damen aus Oerlikon. Auch gelbe Adidas-Trikots mit weißen Streifen, als sie Walperswil ins Verderben geschossen haben damals in der Verlängerung. Entschuldigung, sehr viel Wind hier in der Tissot Arena in Thun. In Thun, in Biel. Ich denke schon zu weit. Thun, das ist dann am Dienstag die Nationalmannschaft, wo weder ich noch mein treuer Gefährte hier Rolf sein werden. Wir werden irgendwo anders sein. Erster Angriff von Sempach. Ich entschuldige mich bei Ihnen. Beide Teams haben mir keine Liste zugestellt. Also wird es jetzt sicherlich eine Halbzeit gehen, bis ich die Namen der Spielerinnen kenne. Und das ist Zimmermann, soweit ich weiß, Captain. Ja, da bin ich gut. Wir probieren kurz die Replays aus, die funktionieren auch. Zimmermann hier hat den Ball ins Out geschossen. Und wie gefällt euch unser hochauflösendes 4K-Bild, das bei euch vielleicht durch YouTube nicht in 4K ankommt? Erste Chance für Sempach, aber weit übers Tor von der Nummer 20 Sempachs. So, ich mache, was ich nicht gerne mache, und zwar, ich gehe kurz auf die Webseite des Verbands und werde da die Aufstellungen suchen. Beziehungsweise ich gebe das hier meinem treuen Gefährten und kommentiere das Spiel zwischenzeitlich weiter ohne Namen. So, ich erinnere euch, ihr habt einen Live-Chat hier auf YouTube, benutzt den, sagt uns, wenn ihr uns nicht hört, wenn ihr uns nicht seht, wenn irgendwas nicht stimmt, und hinterlasst anfeuernde Worte für eure Teams, Kommentare, alles, was ihr wollt. Interagiert mit mir, damit wir den Nachmittag, also oder diesen Vorabend in diesem wunderschönen Biel gut gestalten können. So. Erneut ein Angriff von Sempach. Jetzt geführt durch die Nummer 15, durch Claudia Budmiger. Der Ball aber draußen. So, kommen wir zu den Aufstellungen. Walperswil spielt heute in einem 3-5-2, also ähnlich wie Rumänien gestern. Und zwar, ja, du hattest recht, man springt immer wieder raus. Hä? Was ist hier los? Die Website ist kaputt. Rolf, du hast das recht. 3-5-2. Stegemann im Tor, Anna Stegemann. Dann Annick Born mit der Nummer 2, mit der Nummer 19. Haben wir Eshin Bardakci und mit der Nummer 5 Alin Zimmermann. Die Nummer 6 gehört Larissa Lederach, die Nummer 15 ihrer Schwester Melanie Lederach, die Nummer 9 ist Jasmin Bossart, die Nummer 12 Celine Frey, ehemalige Thunerin. Und mit der Nummer 11 haben wir Jennifer Bertschi, mit der Nummer 7 Shenicia Wachs, Topscorerin letzte Saison ihres Teams oder anfangs dieser Saison.
Und dann Carina Gerber mit der Nummer 10, die erfahrene Frau im Sturm. Auf der Bank die Nummer 21, Carol Hämmerli, die Nummer 4, Julia Helz, die Nummer 3, Johanna Schrag, die Nummer 13, Annalena Schwab. Und mit der 17 haben wir Jana Ile, mit der 14, Joy Schwab. Trainer ist Marcello Conti, wichtiger aber Assistenztrainer, Freund von Abseits, ehemaliger Futsal-Weltmeister fast schon. Nein, zur Weltmeisterschaft hat es nicht gereicht, aber unser guter Freund Lukas Sturm. Bartakci hier am Ball, spielt und will Ruhe, Bartakci. Wir sind Bartakci. Deren Nachname schaue ich mir nochmal an, weil einer von den Zuschauern hat mich da böse angefahren das letzte Mal, weil ich den jeweils falsch sagen würde. Aber Bartakci ist doch der Name, da hier. So. Sempach spielt, kann ich euch noch nicht wirklich sagen. Ich hätte ein 4-4-2 gesehen, aber hier auf der Statistik online sieht es sehr, sehr nach Mischmasch aus. Hier ein T, das ist sicherlich nicht die richtige Aufstellung, aber sie spielen mit der Nummer 1 mit Nicole Schöpfer, mit der Nummer 22 Elena Reimann, mit der Nummer 17 Tanja Schmidt, mit der Nummer 2 Michelle Marfurt, mit der Nummer 11 Julien Schöpf, mit der Nummer 3 Alin Güttinger, mit der Nummer 20 Sabrina Huber, mit der Nummer 8 Jasmin Albisser, mit der Nummer 10 Livia Batik, mit der Nummer mit der Nummer 15 Claudia Budmiger und mit der Nummer 9 Samantha Bucher. Dann haben wir die Ersatzspielerinnen. 14 ist Zarina Winiger, mit der Nummer 4 Anja Rührdi, mit der Nummer 5 Ramona Heer, mit der Nummer 16 Geraldine Lang und mit der Nummer 12 Vanessa Zielmann. Trainer ist Pascal Amrain. Altbekannter Trainer aus der Region Suchental. Kennt man gut, Herrn Amrain. Guter ausgetragener Angriff hier. Jetzt von Sempach über links. Die Frau mit der Nummer 8, Jasmin Albisser war es, die da den Ball gegen Strafraum flankte. Ich mache mir Screenshots, denn ich kann dieser Webseite nicht trauen. Und dann probiere ich es ab, den Screenshots zu kommentieren. So. Und Handschuhe anziehen, das muss ich auch. Verlegener Start hier im Spitzenkampf. Ein Spitzenkampf, der schon hätte mehr entscheiden können, hätte man wegen des Unwetters letzte Woche das Spiel Walpaswil gegen Thun nicht verschieben müssen, denn das hätte schon sehr viel bedeutet. Thun kann theoretisch auch aufsteigen, aber faktisch wahrscheinlich nicht, auch wenn das Team von Adrian Batz in den Aufstiegsspielen ist, so ist doch der neue Modus. Oh, gute Chance! Jetzt alles bei der Nummer 17, aber sie schießt übers Tor! Ah, Unachtsamkeit von Kollegin Zimmermann. Was, Zimmermann, Rolf? Nein, Entschuldigung, ich hätte eine Wiederholung einschalten sollen. Jetzt, ja, im Nachhinein ist man schlauer. Entschuldigung, zu viel arbeiten. Ja, ja, ich habe gesehen, die Nummer 2 war es. Unachtsamkeit, lässt sich da den Ball abluchsen und wo sind meine Mannschaftslisten? Eieiei. Das wäre so viel einfacher, würde man drucken. Meine lieben Teams, druckt eure Matchblätter, dann sind wir alle glücklicher. So, also Unachtsamkeit von Annick Born und dann konnte Tanja Schmidt fast zum 1:0 oder 0:1 einschieben. Das Problem aber, Schmidt hat keine Schussgenauigkeit gehabt. Erste Liga der Frauen, 12 Mannschaften pro Gruppe. Eine Mannschaft pro Gruppe wird direkt aufsteigen in die Nationalliga B. Sempach will natürlich seit langer, langer Zeit zurück in die Nationalliga B.
Zu lange ist es her. Man musste sogar zwischenzeitlich in die erste Liga absteigen. Während Walperswil 2 Jahre in der Nationalliga B verweilte und jetzt den sofortigen Wiederaufstieg sucht. Der FC Walperswil. Gerber holt sich den Ball, verteilt. Das könnte eine Chance sein, aber vereitelt von Sempachs Nummer 2 von Michel Marfurt. Selin Frey wurde lanciert von Karina Gerber. Eines der seltenen Male, wo Gerber einen Pass spielt und nicht sofort aufs Tor schießen will. Kleiner Spaß beiseite. Ja, und vorhin, Thun hat halt wirklich das Problem, dass die Nationalliga B-Mannschaften wirklich ein schweres Los haben mit dem neuen Aufstiegsmodus. Die Aufstiegsspiele, eine Liga, man muss 6 Spiele bestreiten gegen Lugano und ziemlich sicher auch gegen Yverdon, dann wird es doch relativ schwierig. Man muss sich nur gegenseitig Punkte wegnehmen. Also ein Unentschieden zwischen Rapperswil und Thun. Oh, schön! Dir, wie sie dran glaubt, Tanja Schmid. Und dann hätte da der Treffer fallen sollen. Oh, hat die Kamera eingefangen, welche Spielerin jetzt im Hinterhalt den Ball noch probiert zu bringen. Ja, es war die Nummer 15. Claudia Budmiger. Gut probiert hier, der lange Ball. Und sie hat dran geglaubt, Tanja Schmidt. Obschon, ich glaube, sie war vielleicht im Abseits. Und dann Budmigers Abschluss, der am Tor vorbeigeht. Auf der anderen Seite Shenicia Wachs, die versuchte, über links zu stürmen. Wie gesagt, wenn sich Rapperswil und Thun gegenseitig Punkte wegnehmen bei den Aufstiegsspielen, ist es dann schon praktisch um sie geschehen. Der neue Modus ganz klar dafür da, dass niemand mehr aus der Women's Super League absteigt. Aber das interessiert die zwei Teams hier nicht. Sie wollen zunächst in die Nationalliga B. Gut gezogener Eckball, aber schön weggefaustet von Sempach-Torhüterin Schöpfer. Da wollte sie clever sein. Eine der Lederach-Schwestern, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber Schöpfer macht das gekonnt. Frei mit Wachs. Gerber mit der Hake bleibt aber hängen. Sie setzen nach. Aber gut. Nein, nicht ganz so gut geklärt. Sempach bleibt hängen, aber kann jetzt den Ball raus begleiten. Bardakci stört noch entscheidend, aber es geht weiter Richtung Tor mit der Nummer 15 war es mit Budmiger und Bardakci. Bucher wollte alleine durch die Wand und Schiedsrichter gibt das Foul in die richtige Richtung, sehe ich auch so. Da wollte eine der Lederach-Schwestern wieder, und zwar die Nummer 15, die Melanie Lederach, sich da ein Stürmerfoul krallen, aber zu Recht gibt es Freistoß. Freistoß für die Frau mit der Nummer 20, für Sabrina Huber. Ein stehender Ball. Kann das die Entscheidung sein? Vorerst wird Anna Stiegemann fliegen können oder muss Sabrina Huber den Ball hinterm Tor suchen. Nein, guter Ball. Sehr guter Ball von Huber. Aber erwischt alle etwas kalt. Huber sieht eine Lücke, zirkelt ihn eigentlich an den zweiten Pfosten. Und alle denken, der geht raus, aber der setzt sehr, sehr knapp vor dem Tor auf. Sabrina Huber. Zimmermann, Aline Zimmermann mit Melanie Lederach. Bardakci. Ah, es fehlt Eva Beck, die Nationalspielerin.
Oh, Bardakci mit dem schönen langen Ball, aber kein Problem für Frau Schöpfer im Tor Sempachs. Ja, aber mit der Nationalmannschaft weg. Habe ich ja gesagt. Oh. Bardakci verliert das Laufduell, aber dann hat sie die stärkeren Schultern. Lehnt sich nach vorne und drückt dann die Gegnerin einfach weg vom Ball. Und Bardakci ist am Boden verletzt. Das Laufduell hat ihr vorhin wahrscheinlich zugetan. Sie hält sich das Knie. Bei Rumänien musste Theo Meluta von der Kapitänin weggetragen werden. Alin Zimmermann begleitet Bardakci vom Platz, trägt sie nicht, wie Ola das gestern gemacht hat bei Rumänien gegen die Schweiz. Die Schweiz, die 1:1 gespielt hat gegen Rumänien. Ein Bild, das wir kennen. Die Schweiz hat einen Matchball vor dem großen Finale. So war es damals gegen Polen. Gegen Polen. So war es auch gegen Belgien. Also. Und jetzt ist es so, gegen Italien, die Matchbälle werden verspielt. Und dann muss man das Finale gewinnen. Mehr zu diesem Spiel dann am Dienstag, nach beiden Spielen, werden wir sicherlich einen kleinen Podcast dazu machen. Born. Ah, oh, Bossard liest das sehr, sehr schlecht und lässt sich da den Ball abknüpfen. Samantha Bucher konnte den Ball da für die Gelben zurückerobern. Wie sie jetzt auch an den Ball kommt. Bucher versucht mit Schmidt zu spielen, aber Schmidt bleibt hängen an Lederach 6. Ja, die eine ist Melanie und die hier ist Vera. Nein, Larissa. Larissa Lederach. Und jetzt Frei steckt durch, aber Wax steht noch im Abseits. Selin Frei. All die Jahre bei den Young Boys und all die Jahre in Thun hätte sie doch wissen müssen, was Abseits ist. Und zwar, Abseits ist das, was ihr hört, das, was ihr seht. Vergesst nicht, uns zu abonnieren hier auf YouTube, aber auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook und auf Soundcloud. So. Selin Frei, sicherlich ein klingender Name. Hat, wie gesagt, die Ausbildung bei den Young Boys genossen. Und dann für Thun gespielt. Sie versucht es in der Hinrunde beim FC Solothurn Frauen, aber da wurde sie nicht glücklich, also kam sie ins Seeland oder Seetal. In Seeland zum FC Walperswil. Der Ball geht in die Tiefe, aber Bardakci kämpft sich durch. Dadurch, dass die Spielerin, die sich warm macht, intensivieren soll, nehme ich an, dass Bardakci nicht mehr lange mitmachen kann. Und das ist Byrne, die neue Frau, die war noch nicht dabei, als Walperswil abgestiegen ist. Annick Born. Der lange Ball kommt an. Oh, schön gespielt. Wie, oh, um Gottes Willen, mein Freund. Ah, also eine solche Fehlentscheidung habe ich schon selten gesehen. Oh, wow, wow. Ei, da waren mindestens drei Blaue noch hinter der Spielerin. Oh. Und nicht, weil ich parteiisch wäre oder Jasmin Albisas Sprint so toll fand, das war ja klar kein Abseits. Oder? Bardakci
Ja, sie wird dem Team fehlen, wenn sie dann bald ausgewechselt wird, weil sie spielt gute, lange Bälle, hat sehr viel Erfahrung, Geshin Vardakci. Ja gut, die erste Liga der Frauen ist noch keine Profiliga, also müssen wir hier, ist der Kommentar nicht angebracht. Schmidt allein auf weiter Flur, bringt dann die Flanke. Oh, und sie haut über den Ball, die Frau mit der Nummer 11. Jennifer Barci hat über den Ball gehauen. Genesia Wax bleibt hängen. Bucher kann den Ball nicht halten und Born muss zurückspielen zur Torfrau. Anna Stegermann. Sonst war Frau Held Torhüterin von den Walperswilern, soweit ich weiß. Michelle Held hieß sie, glaube ich, oder heißt sie. Sie wird ja noch existieren. Oh, Wax kommt da nicht am Ball, nachdem Schöpfer eigentlich nach vorne abwehrt. Der FC Sempach, den habt ihr noch nicht bei uns gesehen, außer vielleicht im Video da, als Luzern mit 8:0 siegte und dann aufstieg. Das war lange Zeit das Nonplusultra in der Zentralschweiz, also lange Zeit nicht, aber für eine kurze Zeit, damals als Lewin sich da verhedderte, sich verlor, dieses Lewin, das früher FC Surse war, das hat sich verheddert und Kriens war damals noch nicht so auf der Höhe und da war dann plötzlich Sempach die Anlaufstelle für die Zentralschweizerinnen, die Frauenfußball spielen wollten. Dann kam Alex Frey und integrierte den SC Kriens in den FC Luzern ein, zusammen mit Andi Egli. Daraus wurde dann der FC Luzern Spitzenfußballfrauen, den ihr jetzt kennt, der letzte Saison den Cup gewonnen hat. Janicia Wax hat Platz, Wax aber dann zu wenig Kraft im Abschluss. Schöpfer macht das gut und macht das schnell, schickt Schmidt, aber Tanja Schmidt kann den Ball nicht halten. Er wird verteilt, Bardakci gegen Bucher, Bardakci verlangsamt, spielt zurück zu Birn. Und ich weiß nicht, was schlauer ist, dass sich die Ersatzspielerin so lange aufwärmt, dass sie ja nicht eine Verletzung riskiert, oder dass man Bardakci angeschlagen so lange auf dem Platz spielen lässt. Das muss am Ende Marcello wissen. Aber wir reden hier von über 10 Minuten schon fast, oder? So lange. Der Ball zurück jetzt hier zu Stegemann. Zimmermann. Lederach. Bardakci. Mit Frey. Zurück zu Bardakci, aber die verliert den Ball. Aber holt ihn sich dann auch gleich wieder zurück. Also an Eshin Bardakci liegt es sicherlich nicht. Wieder hatte da die Nummer 8 gelauert, Jasmin Albisa. Das ist die Dame, die da durchsprintete und plötzlich abgewunken wurde. Bardakci, guter Einwurf, aber geklärt von der Nummer 3 Sempachs von Aline Gütinger. Frey verliert den Ball und jetzt könnte es schnell gehen, aber Schmidt lässt ihn aus Versehen durch ihre Beine rutschen. Bucher holt sich den Ball, gibt ab.
Albisa wirft weit ein, sucht und findet die Frau mit der Nummer 15, Claudia Budmiger, aber die Flanke dann etwas harmlos. Albisa macht Druck und Bardakci haut den Ball weg. Ja, Valpasville-Trainer verlangt, schneller rauszugehen. Das denkt sich Ersin Bardakci auch. Ich will auch schneller raus. Bald 15 Minuten auf Verletzung läuft sie. Aber nein, schneller raus muss Valpasville wirklich, weil sie brauchen sehr lange, um das Spiel aufzubauen. Was mich überrascht, denn letzte Saison war das gar nicht nötig. Da haben sie relativ schnell das Spiel aufgebaut. Einer der Lederachs, meistens Larissa, ließ sich dann fallen und führte den Ball und sonst funktionierte das auch sehr schön über den Flügel. Natürlich fehlt Eva Beck, die das oft gemacht hat, aber die Frauen sind mehr oder weniger die gleichen. Es fehlt zwar eine Spielmacherin, aber deren Namen wüsste ich jetzt nicht. Chance für Schmidt, Schmidt schießt und wieder knapp am Tor vorbei. Vielleicht hätte sie Albisa schicken können. Die stand zwar dieses Mal wirklich im Abseits, aber Schmidt probiert es und es war ein guter Versuch. Während es den ersten Wechsel gibt. Bardakci geht raus. Und Rolf Wehr wird eingewechselt. Schau auf deinem Handy bitte. Wir werden es euch dann gleich anzeigen hier. Zunächst gehen wir weg vom Replay. Tanja Schmidt hat es versucht. Also Valpasville hat mehr vom Ball, aber Sempacher klar mehr Chancen. Frau Held kommt rein. Also, Bardakci raus, verletzt. Julia Held kommt ins Spiel. Ihr seht es am rechten Rand. Und jetzt hier, gut geklärt. Wieder von der Torhüterin. Lederach setzt nach. Das ist Gerber. Nein, das ist Held. Und hier, das ist Frei, die jetzt Außenverteidigerin spielt. Kann sie auch gut, hat sie auch schon bei den Young Boys gemacht. Und in Thun, Celine Frei. Bossart verlegt das Spiel. Die andere Lederach sucht in der Tiefe Shanicia Wachs. Findet sie aber nicht. Nein, das war nicht Lederach, sondern das ist die Frau mit der Nummer 11. Und zwar ist das Jennifer Barci. Auch sie mit Thuner Vergangenheit. Valpasville, das im Kanton Bern so ein bisschen um eine bessere Stellung kämpft. Natürlich im Seeland hinten ist es sehr schwierig, Talente anzugreifen. Die Young Boys sicherlich das Nonplusultra, dann kommt das Frauenteam Thun Berner Oberland. Ja, und dann fangen die Diskussionen an. Ist es Worb? Kann man Solothurn, ehemaliges deren Ding, dazu zählen? Ist Valpasville dann schon ein Thema? Ja, und das will halt Valpasville klären, indem sie die klare Nummer 3 sind, mindestens hinter Thun. Und dafür brauchen sie den Aufstieg in die Nationalliga B, das ist klar. Nur so kannst du Vormachtstellung in der Region behaupten. Oh, schöner Ball für Held. Aber Albisa scheint das im Griff zu haben. Albisa spielt raus für Bucher. Bucher hält den Ball im Spiel. Findet die Mitspielerin. Schmidt läuft durch. Schmidt hat die Chance. Schmidt! Oh, schießt genau auf die Torhüterin. Tanja Schmidt läuft doch so gut. Läuft quer, ist nicht im Abseits. Und dann schießt sie der Torhüterin in die Hände. Bern lässt sie im Spiel. Und dann Schmidt mit Platz und Zeit schießt der Torhüterin in die Hände. Ja, Claudia Budmiger hatte sie da gut in Szene gesetzt.
Aber ein gelungener Spielzug von der linken Seite des FC Sempachs. Anna Stegemann wird angeschossen. Tanja Schmidt hatte das ganze Tor. Stegemann stand sogar noch davor. Man hätte sie auch loppen können. Aber Schmidt trifft genau Stegemann. Es bleibt beim 0:0. Bossard lässt sich fallen, aber baut das Spiel nicht wirklich mit auf. Selin frei. Doppelpass mit Melanie Lederach, mit Larissa Lederach. Dann der lange Ball für Julia Held. Held ist im Strafraum, legt quer, aber der Ball wird abgewehrt von Sempach. Albisser. Klärt für einmal, spielt nicht direkt nach vorne. Jasmin Albisser. Ja, und wenn wir schon Walperswil eingegliedert haben im ganzen Berner Fußballstatus quo, machen wir das doch kurz auch mit Sempach. Ja, Sempach sicherlich im Moment die Nummer 3 oder die Nummer 4 der Zentralschweiz. Der FC Luzern Spitzenfußballfrauen ist sicherlich die Nummer 1. Dann kommt der FC Luzern Nationalliga B. Zusammen mit Küsnacht kann man sich fragen, wer hat da die Nase vorne? Ich glaube, Luzern ist da noch ein bisschen renommierter als Küsnacht. Obschon Küsnacht gerade jetzt zur Rückrunde sich gut verstärkt hat und gute Resultate erzielt. Ja, und dann kommt Küsnacht und dann kommt Sempach. Sempach sicherlich hinter Küsnacht. Die Nummer 4 war lange Zeit vor Luzern und vor Küsnacht. Also der FC Luzern, als der noch in der ersten Liga war, hat sich ab und zu noch gefürchtet, nach Sempach zu reisen. Dann zuletzt Generationenumbruch und Sempach hat etwas mehr Mühe. Ecke an den ersten Pfosten gezirkelt, aber ohne Gefahr, der Ball geht von alleine raus. Samantha Bucher hat es hier versucht. Ja, Pascal, ich sehe deinen Einwand, aber wenn ich schreie und Emotionen habe, dann wird halt man manchmal aus einem D ein hartes T. Tut mir sehr leid. Leid. Oh, guter Ball. Sehr guter Ball. Da hätten gleich zwei davon profitieren können, von dem Ball von Budmiga. Aber Bossard kann den zurückkämpfen. Ja, und da war Heldu ausnahmsweise mal nicht. Julia Held. Ja, 6 Punkte trennen im Moment beide Teams auf der Tabelle, soweit ich weiß. Sempach könnte mit einem Sieg also wirklich gute Chancen auf den Aufstieg aufrechterhalten und Walperswil könnte einen wichtigen Schritt in Richtung Aufstieg machen. Das wären dann 9 Punkte, wenn sie dann das Nachholspiel gegen Thun auch noch gewinnen würden. Wären es sogar 12 Punkte und dann, ja dann, wäre Walperswil auf Aufstiegskurs mit dem neuen Trainer, mit Marcello Conti. Zunächst der Eckball an den ersten Pfosten gezirkelt, aber auch der geht raus. Ja, man kann natürlich Eckbälle an den ersten Pfosten zirkeln. Für Rumänien hat es gut geklappt gegen die Schweiz gestern. Aber wenn du den Ball nicht im Spiel halten kannst, musst du halt vielleicht an den zweiten Pfosten zielen. Es sind nur 4 Punkte, Entschuldigung, zwischen Sempach und Walperswil. Aber alles, was ich sage, stimmt weiterhin. Walperswil könnte jetzt mit einem Sieg hier nach vorne kommen. Sempach käme dann auf einen Punkt, wenn sie hier gewinnen würden. Allerdings hat Walperswil noch ein weiteres Spitzenspiel gegen Thun, das noch nachgeholt werden muss. Und wenn sie dann
hier und gegen Thun gewinnen, dann wird es schwierig sein, Walperswil einzuholen. Sempach macht das defensiv abgeklärt und geht nach vorne mehr. Also auch wenn Walperswil mehr vom Ball hat, Sempach gefällt besser. Sehr viel besser. Held. Held konnte sich da den Ball nicht holen. Es gibt einen Einwurf für Sempach. Oh, Bossard bringt ihn gut, aber Chenicia Wachs kann den Ball nicht halten. Chenicia Wachs, wenn ich mich nicht täusche, kommt aus der Leichtathletik. Spielt noch nicht lange Fußball. Zumindest nicht auf diesem Niveau. Das könnte einen etwas technischen Rückstand erklären bei der jungen Walperswilerin. Bucher haut den Ball mal raus. 35, 36 Minuten schon gespielt. Die erste Halbzeit mit wenigen Ereignissen. Der direkt gezogene Eckball. Sicherlich das Gefährlichste, was Walperswil fabriziert hat. Der Freistoß von Bucher und die zwei Abschlüsse von Schmidt haben dann für Sempach richtig für Gefahr gesorgt. Und ich hätte gerne die Chance von Albisser gesehen, bei der der Schiedsrichter unerklärlich abseits gesehen hat. Budwiger verteilt. Gut rausgespielt von Sempach. Ball in die Tiefe für Albisser. Von Bucher. Er kämpft den Ball zurück. Selin frei. Hat Einwurf. Frei mit Held. Das ist dann wieder frei. Aber gut abgefangen von Budmiga. Und jetzt Schmidt. Schmidt könnte alleine gehen. Schmidt probiert es gleich aus der Drehung, aber weit, weit weg vom Kasten von Stegemann. Tanja Schmidt hätte sie an sich geglaubt, hätte sie doch mit Leichtigkeit die Gegenspielerin mit der Nummer 15, Melanie Lederach, umkurven können. Tanja Schmidt technisch und wahrscheinlich auch tempomäßig etwas begabter als Lederach hier. Hätte sie gut umkurven können, dann wäre sie besser gestanden. Auf der anderen Seite ein Foul an Chenicia Wachs. So wie es aussieht, kann Wachs wieder mittun. Es ist nichts Schlimmeres passiert. Annick Born legt sich den Ball. Aber wie so oft weiß Walperswil gar nicht, wie sie rausspielen wollen. Sie sehen nichts. Sie sehen keine Anspielstationen. Keine Dreiecke, wie sie Johann Cruyff immer fordert. Alle laufen nach vorne und keiner denkt dran, dass sie sich anbieten müsste. Lederach, aber auch diesen Ball kann sie nicht halten. Schöpfer haut den Ball nach vorne. Wachs verteilt. Held ist schnell genug, aber der doch ein bisschen zu steil. Chenicia Wachs, blinder Pass, hat nicht eine Adressatin gefunden. Güttinger kann klären. Aber der Schiedsrichter gibt Freistoß. Eine Standardsituation. Wird das die Lösung sein für Walperswil? Und meine Damen und Herren, verstehen Sie mich nicht falsch. Walperswil hat uns gut erzogen. In den 4 Spielen, die wir von Walperswil gestreamt haben, haben sie sehr guten Fußball gezeigt. Hier der Ball von Bossard. Kommt ja auch gut. Aber wird dann geklärt. Aber heute Walperswil
lässt den Ball nicht wirklich laufen. Zuordnung scheint nicht ganz zu stimmen. Die Tiefe wurde gesucht, Albisser wurde gesucht, aber der Ball kam nicht an. Frei haut ihn nach vorne. Börn versucht nachzusetzen. Und dann ein Foul im Mittelfeld. Börn legt ihn sich wieder, macht das schnell, zu schnell sogar für Frei, die jetzt den Ball weggibt. Frei holt ihn sich wieder zurück, will den Fehler wieder gut machen. Aber die Chance ist vertan. Noch 5 Minuten dieser ersten Halbzeit, in der das Unentschieden bislang wohl zu Recht stehen bleiben könnte, obschon Sempach die besseren Chancen hatte. Güttinger spielt zurück und Schöpfer sucht Bucher, findet aber nur Bossard. Budmiger setzt nach. Bucher lanciert Schmid. Schmid könnte losgehen. Schmid lässt sich fallen. Nein, schießt und trifft den Pfosten. Hätte sie sich auch fallen lassen dürfen, Tanja Schmid, weil Born hat sich da auch schwierig angestellt. Sagen wir mal so. Hält. Bleibt hängen an Albisser. Nochmals Schmid. Schmid aus der Drehung. Und der Wind hilft nicht, sondern bläst den Ball in die Hände von Stegemann. Schauen wir hier noch die Chance von Tanja Schmid an. Die läuft sich gut in Position. Und dann Born stößt im Rücken. Sie bleibt aber stehen. Will es Außenriss machen und trifft den Pfosten. Tanja Schmid. Walperswil bereitet einen weiteren Wechsel vor, aber sicherlich nicht noch vor der Pause, oder? Selin Frei bleibt hängen. Gut lanciert. Hier Bucher sucht Budmiger. Elena Reimann war es, die Bucher lanciert hatte. Der hohe Ball. Bucher bleibt im Ballbesitz. 3 gegen 3. Bucher läuft. Bucher verlangsamt. Bucher sucht jetzt Schmid. Aber ein kleines Missverständnis. Stegemann. Stegemann. Frei. Selin Frei. Und Tanja Schmid holt sich den Ball zurück. Albisser kann den noch im Ball. Ah, nein, doch nicht. Jasmin Albisser hat sich da noch Einsatz gegeben. Und er wechselt tatsächlich. Er wechselt tatsächlich. Larissa Lederach geht vom Platz. Und es kommt eine neue Frau. Meine Finger fast zu kalt, um noch zu tippen. Und Joy Schwab kommt ins Spiel. Die kenne ich noch nicht. Auch sie auf diese Saison hin zu Walperswil gekommen. Also Marcello Contini. Marcello Conti wechselt noch vor der Pause. Ich nehme das ein bisschen auf meine Kappe, weil er sehr aktiv wurde, nachdem ich den Spielaufbau kritisierte. Vielleicht hat er auf mich gehört, vielleicht auch nicht. Conti wechselt ein zweites Mal. Vorhin musste er wechseln, jetzt will er wechseln. Und jetzt ist die Frage, ob Schwab dem Spiel diese Struktur bringt, die Lederach angeblich nicht brachte. Schöpfer. Gut, der Auskick von Schöpfer. Schmid kann den Ball nicht behaupten.
holt ihn sich aber dann schon wieder zurück im Duell. Fast alle Duelle gehen an Sempach. Sehr eindrücklich. Und dann Zimmermann, die den Ball weghaut. Ejin Bardakci musste verletzt raus. Für sie kam Julia Held und Joy Schwab kam jetzt für Larissa Lederach. Das sollte das ganze Lederach-Spiel dann auch ein bisschen einfacher machen, wenn nur eine der Schwestern auf dem Platz ist. Ich persönlich bin ja mehr so ein Sprüngli-Typ. Kleiner Witz unter Chocolatiers. So, offizielle Spielzeit ist um. Ich denke, der Schiedsrichter hat nicht viel Gründe, hier lange nachspielen zu lassen. Noch einen Angriff verlangt hier Walperswil über die neue Frau, über Schwab. Und dann verlieren sie den Ball. Reimann macht das gut. Schmidt hält den Ball. Schmidt 2 gegen 2. 2 gegen 3. Schmidt immer noch im Ballbesitz. Schmidt und Born holt sich den Abstoß. Ich bin nicht sicher, ob da nicht vielleicht Eckball gewesen wäre. Aber auch die Schiedsrichterleistung gut, bis auf dieses eine Abseits, dass das klar keines war. Bossard. Ja, und das muss sie öfters machen. Sie muss sich so weit fallen lassen, um das Spiel zu machen. Und wir gehen in die Pause. Spitzenkampf in der ersten Liga bislang noch ein bisschen verlegen. Sempach mit den besseren Chancen. Fast schon das bessere Team, ist man versucht zu sagen. Nun gut, wir werden sehen. Wir gehen in die Pause, sind in circa 10 Minuten wieder für euch da mit der zweiten Halbzeit und vielleicht einer ersten Vorentscheidung oder Zuspitzung der Spannung in der ersten Liga der Frauen.
Wir sind zurück hier in Biel. Scheint so, als wären alle wieder bereit, um anzupfeifen. Ups, ich hatte vergessen, die Uhr auszuschalten. Warum hat mir das niemand gesagt? So, es wird gespielt in Walperswil. Es geht um den Aufstieg in die Nationalliga B. Zumindest nicht, also zumindest im erweiterten Sinne. Noch nicht ganz heute, aber schon bald. Walperswil führt die Liga an, ein Spiel weniger, 4 Punkte mehr als Sempach. Sempach hat die erste Halbzeit etwas besser gespielt als Walperswil. Also kann man sich vorstellen, was los ist, wenn Sempach gewinnt. Denn nämlich, dann nämlich wird es spannend. Nur noch ein Punkt. Walperswil gegen Sempach. Spitzenspiel in der Gruppe 1 der ersten Liga. Ja, kalt ist es hier in Biel, aber natürlich hier die Tiso Arena wurde mitten am Fuß des Berges gebaut. Wenig rundherum, wenig, das den Wind abhalten würde. Dafür ein schönes Panorama. Tiso Arena, wenn einige von euch denken, da schon mal was gehört natürlich. Der EHC Biel spielt hier Eishockey, aber wichtiger für uns, das war mal das Zuhause des Frauenfußballs in der Schweiz. Ältere Semester wie ich erinnern uns noch an die Zeit von vor der Pandemie. Die Zeit von vor der Pandemie, als noch der Frauenfußball hier wohnte in Biel. Die Nationalmannschaft hat oft hier gespielt, fast immer. Die Cup-Finals waren hier. Und dann, ja, dann hat sich das geändert. Man wollte die Nationalmannschaft an andere Orte tragen, tun. Und Zürich wurden dann plötzlich zunehmend öfters Spielstätten der Frauen, auch Schaffhausen war kurze Zeit Spielstätte für die Frauen. Und auch der Cup-Final hat sich verabschiedet. Zweimal nach Zürich ging er, also letzte Saison, als Luzern dann in Zürich den Cup gewann. 2:0, 2 Tore von Svenja Völmli. Und dann jetzt diese Saison, wo er auch stattfinden wird, am 30. April mit dem Zürcher Derby, FC Zürich Frauen gegen die Grasshoppers. Gut, der Einwurf. Und wir kriegen die Gelegenheit, etwas mehr von der rechten Seite Sempachs zu sehen. Zum Beispiel von dieser Frau hier, die jetzt am Ball ist. Die Nummer 12. Und zwar ist das jemand Neues? Sempach scheint gewechselt zu haben. Schauen wir kurz, Vanessa Zielmann also neu im Spiel mit der Nummer 12. Leider weiß ich nicht, wer für sie vom Spiel ging.
In der ersten Liga der Frauen gibt es keine Anzeigetafeln. Übrigens in der Women's Super League auch nicht. Aber mir wurde nicht kommuniziert, wer für Zielmann nicht mehr im Spiel ist. Das ist Tanja Schmidt. Schmidt verliert das Duell. Bossard sucht, versucht den Ball nach vorne zu spielen. Aber sie bleibt hängen an Samantha Bucher. Oh, Entschuldigung, ich habe die ganze Zeit Sabrina Huber als Samantha Bucher bezeichnet vorhin. Nummer 20, Sabrina Huber. Angriff und jetzt Zielmann. Wichtig. Auch wenn Jennifer Bertschi klar im Abseits stand. Der Einsatz von Bertschi von Zielmann war trotzdem sehr wichtig. Jennifer Bertschi jetzt mit dem Ball. Eckball an den zweiten Pfosten gezirkelt, geklärt von Zielmann. Und dann der Schuss aus dem Rückhalt ohne Probleme hier für Torhüterin Schöpfer. Das war die Nummer 15, es war Melanie Lederach, die es probiert hatte. Hier aus dem Rückhalt. Der Ball fällt für Lederach und die mit links Volley, aber ohne Gefahr für Schöpfer. Schauen wir mal, ob das mit dem Spielaufbau jetzt besser funktioniert. Stegemann. Lederach, Bossard, wird unter Druck gesetzt und jetzt Zimmermann bleibt hängen an. Und jetzt die Chance für Bertschi. Bertschi gegen. Bertschi hatte gespielt hier gegen Marfurt und Marfurt blieb siegreich. Und vorhin blieb Bossard hängen an der Nummer 9, an Samantha Bucher. Marfurt, Zielmann, Bucher, Marfurt, Zielmann, Huber, gut gespielt. Was für eine Passstaffette. Tanja Schmidt, macht sie das Tor? Nein! Das hätte jetzt hier ein Tor verdient, diese Passstaffette. Sauber ausgetragen. Marfurt, Zielmann, Marfurt, Zielmann, Bucher, Zielmann. Und dann die zwei Stürmerinnen, Budmiga und Schmidt. Aber Schmidt haut den Ball am Tor vorbei, Tanja Schmidt. Das heimische Stadion in Sempach kenne ich gut. Ja, da ist die Buddy gleich nebenan. Vielleicht verlockt die halt ein bisschen mehr als Schusstraining. Tanja Schmidt könnte heute mit einem besseren Zielvermögen sicherlich viel erreichen. Conti will schon wieder wechseln. Born mit Zimmermann. Spielaufbau sofort unterbunden von Bucher. Die macht ein gutes Spiel, die Nummer 9. Samantha Bucher zusammen mit Sabrina Huber. Ein starkes Mittelfeld. Und dann der Übergang mit Budmiga und mit Schmidt in den Sturm. Der funktioniert auch sehr gut. Also, ich sage jetzt weiterhin, Sempach macht den besseren Eindruck. Langer Einwurf von Göttinger.
Oh, Ball in die Tiefe. Wachs hat viel Platz. Wachs, Schöpfer, muss raus sein. Sehr wichtig, dass hier Nicole Schöpfer weit aus ihrem Kasten kam und den Ball rausspedierte. Wachs hätte dann vielleicht den Zusammenprall verhindern können, indem sie abgesprungen wäre. Hat aber bis zuletzt dran geglaubt, den Ball zu erobern. Und ja, Nicole Schöpfer kann sich nicht in Luft auflösen. Aber scheint ja wieder zu gehen bei Wachs. Schön durchgesteckt, aber geklärt wieder mal von der Abwehr der Sempacherinnen. Oh, Huber sucht Budmiga. Budmiga verliert aber dann den Ball. Lederach versucht das Spiel aufzubauen mit Zimmermann. Sie lanciert. Barci spielt direkt. Aber der Ball zu ungenau für Joy Schwab. Nochmal ein Versuch mit Wachs. Nein, geklärt von der Sempacherin. Huber, Schmidt, Bucher. Huber sucht Budmiga, aber der ist zu steil. Stegemann sagt merci. Berci und Marfurt lässt nichts anbrennen. Sempach steht mittlerweile hoch. Mutig steht Sempach. Die Abwehr hat nicht viel Angst. Kein Respekt vor dem Leader. Oder zumindest nicht zu viel Respekt. Schöpfer. Aber abgewehrt. Mitte April muss man hier bei der Tiso Arena frieren. Dieses Spiel ist nicht freundlich zu einem. Oder vielleicht ist es der Frauenfußball, der nicht freundlich ist, Rolf. Wer weiß. Wer weiß. Bern, Annika Born. Annik Born. Mit dem langen Ball gesucht wird die in Position laufende. Hält. Aber klappt nicht. Nein, das war Gerber. Die Carina Gerber, ja, die ist auch noch im Spiel. Jetzt haben wir lange nichts mehr gesehen von Carina Gerber. Sonst so auffällig heute. Etwas untergetaucht. Born. Zu Stegemann. Schmidt glaubt noch dran. Macht Druck. Ui, der Rückpass kommt gefährlich. Stegemann kommt gerade noch so ran. Lederach. Reimann macht einen Ausflug in die gegnerische Hälfte. Und dann Schöpf, die versucht einen Einwurf zu gewinnen, aber der Ball war schon draußen. Lang eingeworfen der Ball hier. Von der neuen Frau, die ist schon im Spiel, hä? Die Nummer 23. Den Wechsel haben wir nicht mitbekommen, Rolf, hä? Gute Chance über links. Schmidt aber wird vom Ball getrennt. Von Born. Victoria Hediger ist also neu im Spiel. Und ich meine, Bossard ist vom Platz gegangen für sie. Hä? Nein, Bossard ist noch da. Die Nummer 11 ging vom Platz, und zwar Jennifer Barci. So, dann können wir das auch hier dokumentieren. Hediger kommt, Barci ging raus,
Und dann haben wir es auch eingeblendet. Fehlt nur noch die Einwechslung von Zielmann, bei der wir nicht wissen, wer für sie raus musste. Man merkt ein ruhigeres Spiel, auch wenn man durch mein Mikrofon hört. Normalerweise wird mehr gesprochen auf dem Platz, auch wenn beim Frauenfußball sehr wenig gesprochen wird. In der ersten Liga wird noch weniger gesprochen. Lederach. Zimmermann könnte Hediger lancieren. Wartet zu lange. Hediger kommt noch an den Ball. Aber Zimmermann wird gestört. Klärt zum Einwurf. Alin Zimmermann. Nochmal sucht sie Hediger. Hediger versucht den Ball im Spiel zu halten. Marfurt klärt. Born. Und Schiedsrichter kommt an den Ball. Zimmermann. Marfurt. Und kurzes Missverständnis zwischen Marfurt und Zielmann. Zimmermann, letzte Woche noch groß in der Zeitung, hat gesprochen vom Ziel des Aufstiegs. Natürlich ist es für Walperswil die einzige Richtung, die sie kennen. Der Abstieg sehr schmerzhaft letzte Saison. Gerade dann mit dieser Barrage, die live auf Abseits lief. Mit der Niederlage gegen den FC Oerlikon Polizei. In der Verlängerung. Zu 10. Das war ein richtiges Abenteuer. Und deshalb wollen sie möglichst schnell wieder hoch. Gut, der lange Einwurf für Schwab. Nein, für Gerber. Carina Gerber. Bringt die Flanke gut und das ist die Chance und das ist der Treffer! Tor für Julia Held! Carina Gerber mit der Königsflanke und Julia Held trifft Volley am zweiten Pfosten. Ja, individuelle Klasse, die man hier sieht von Carina Gerber. Die Flanke mit super Zug und hält da einfach noch den Innenriss ran. Und es steht 1:0 für Walperswil. Carina Gerber. Walperswil hat ein bisschen mehr vom Spiel in letzter Zeit. Und dann schauen wir uns das nochmal an. Die starke Flanke. Und Held macht das dann auch sehr schön. Keine Chance für Nicole Schöpfer. 1:0 für Walperswil. Hier gibt es einen Wechsel. Jasmin Albisser geht raus. Nein, nicht Jasmin, sondern Claudia Budmiger. Und es kommt die Nummer 14. Sarah Winiger. Sarina Winiger. So, Budmiger hat also das Spielfeld verlassen. Gutes Spiel von ihr. Sarina Winiger soll jetzt für den Ausgleich sorgen. Guter Ball in die Tiefe. Hediger ist im Strafraum. Hediger gegen Janelle. Aber Julien Schöpf, aber Hediger konnte dann nicht mehr abschließen. Bossard, Hediger, Gerber, Bossard bleibt hängen. Sempach kann sich da rauswinden. Entweder ist die Startaufstellung falsch eingetragen bei Sempach oder sie haben in der Pause zweimal gewechselt, ohne dass sie das mir zumindest gesagt hätten. Weil da ist auch eine andere Dame mit der Nummer 16.
Die kannte ich bislang auch noch nicht. Marfurt. Klärt. Nummer 16 ist Geraldine Lang. Die ist auch im Spiel. Wahrscheinlich in der Pause eingewechselt worden und das habe ich da nicht gesehen. Reimann. Und Huber klärt einfach mal ins Seiten aus. Carina Gerber. Gerber schießt und Tor! Carina Gerber trifft! Ja, und so kennen wir sie. Der Einwurf schnell und Gerber aus der Drehung, wie ich gesagt habe. Meistens schießt sie direkt. Und hier, oh, Nicole Schöpfer wird etwas unschön erwischt. Also, ich glaube, haltbar kann man den nennen. Der Einwurf schnell ausgeführt, clever gemacht. Und dann der Abschluss. Ah, ja, mit den Fingerspitzen ist sie noch da. Mit den Fäusten hätte man den wegfäusten können oder einfach fangen. Und Schöpfer im Tor. Machte wer da noch? Nicole Schöpfer. Hier nochmals die Drehung von Carina Gerber. Und das Tor. Ui, 2:0. Walperswil führt 2:0. Sie haben 2 Tore geschossen. Ist das dem Spielverlauf entsprechend? Nein, ist es nicht. Also Sempach hätte mindestens für die 50 guten Minuten ein Tor verdient gehabt. Oder halt wirklich nur einen Torunterschied. Bucher. Aber Gerber hat den Ball. Walperswil nach dem Tor richtig beflügelt. Nach dem ersten. Schöpfer. Bossard macht das gut. Gerber. Hediger bietet sich an. Gerber gegen Huber. Gerber kann sich drehen. Bringt den Ball in die Tiefe, aber zu steil für Wachs. Wachs geht zwar noch, aber mehr als ein Sprinttraining für Wachs war das nix, nicht. Schöpfer. Held macht Druck gegen Lang und holt sich den Einwurf. Nein, holt sie nicht. Lang. Aber schon wieder kann Bossard erben. Sucht Anspielstationen. Doch das bleibt weiterhin ein Problem. Bossard bekommt den Ball. Bossard probiert's. Bossard trifft nicht! Guter Versuch von Jasmin Bossard. Hier kann sie den Ball erben und plötzlich ist sie alleine, weil die Sempacherin ausrutscht und sucht das lange Eck. Findet es aber nicht. Viel Einsatz von Schmidt. Schmidt, die super Chancen hatte, hätte sie mindestens 2 von ihnen verwertet, würde ihr Team jetzt noch führen. Aber so steht es jetzt 2:0. Wäre es ausgeglichen, würde es nicht führen. Hätte sie alle verwertet, würde ihr Team führen. Born verteilt zu Selin Frey. Frei mit etwas Tempo.69 Minuten gespielt hier. Und Walperswil kann durch 2, 3 gute Momente hier die Führung übernehmen. Sicherlich hat die Einwechslung von Viktoria Hediger viel Zug gebracht. Conti will, wie es aussieht, das Spiel über die Seiten aufbauen. Und wenn er das so will, dann macht er das so. Und mit Hediger klappt es halt besser, als es vorhin noch geklappt hatte mit Berci. Nicht, dass ich ihr die Schuld gäbe. Der lange Ball wird abgefangen. Jetzt könnte man kontern.
Noch immer 2 gegen 3. Aber gut geklärt hier von Göttinger. Was glaube ich? Hediger holt sich den Ball. Schmidt mit Huber. Schmidt. Bucher. Die Flanke könnte kommen. Die Flanke kommt aber direkt in die Hände von Stegemann. Zimmermann, Hediger, bleibt hängen an Zielmann. Reimann hat die Chance, bringt den Ball rein, aber da kommt sie nicht mehr ran. Die neue Frau, Winiger ist es, Sarina Winiger mit der Nummer 14, die von Reimann angespielt werden sollte, aber sie kommt nicht mehr ran. Und jetzt aus dem Rückhalt, Huber probiert's mal, aber Stegemann stand gerade richtig. Bossard. Born. Zimmermann. Born. Lederach. Zimmermann, Born. Born spielt schon fast eine Libero-Position. Zurückgesetzte Innenverteidigerin. Ja, so haben sie in den 80ern noch Fußball gespielt. Aber natürlich Marcello Conti. Ein Schüler des Catenaccio. Deshalb wohl die zurückgesetzte Innenverteidigerin. Sempach versucht wieder ins Spiel zu kommen. Man merkt, sie haben noch einen Siegeswillen. Zunächst aber Julia Held, die schon nicht sehr Wachs anspielt. Wachs wartet zu. Wachs. Gut durchgesetzt. Schwab, Bossard. Schwab kommt nicht an den Ball. Geklärt von der Nummer 11 von Julien Schöpf. Gerber holt sich den Einwurf. Gerber könnte wieder flanken. Gerber flankt gut. Aber dieses Mal ist Marfurt da. Kommt aber nur bis zu Schwab. Gerber hat wieder den Ball, versucht sich zu drehen. Gerber will wieder flanken an der Grundlinie und wird gerade noch dran gehindert von Lang, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder sogar Bucher. Von Bucher war es mittlerweile. Samantha Bucher, die ausgeholfen hatte da hinten. Eckball für das Heimteam, für Walperswil. Er kann den ersten Pfosten, Gerber probiert's, aber kriegt den Ball nicht ins Tor. Und Walperswil wechselt ein weiteres Mal. Dürfen die das überhaupt? Wachs geht raus. Und rein kommt die Frau mit der Nummer 13. Das ist eine weitere Schwab. Also Annalena Schwab. Machen wir hier Eil Schwab raus. Schwab kommt und ich frage mich, Rolf, wie viele Wechsel und wie viele Unterbrüche darf man eigentlich haben in der ersten Liga der Frauen? Das waren 4 Wechsel in 4 verschiedenen Unterbrüchen für Walperswil. Aber haben die noch die Regel, dass die fliegend wechseln dürfen? In der Women's Super League und in der Nationalliga B wäre das jetzt Forfait.
Aber erste Liga der Frauen kenne ich mich nicht aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da muss ich ihr glauben, dass man das darf. Warum weiß ich nicht? Warum? Warum sind die Regeln in der ersten Liga der Frauen anders als in der Nationalliga B? Macht absolut keinen Sinn. 0,00. Ja, nur ein Schiedsrichter in der Nationalliga B macht Sinn, weil es finanziell nicht geht. Und vor allem, weil sie sagen, sie haben nicht genug Schiedsrichter. Aber auch das müsste man abschaffen, natürlich. Aber andere Wechselregeln machen doch keinen Sinn. Das ist wie dieses Ding mit den Juniorinnen. Bei der U19 darfst du nur drei Spielerinnen aufs Matchblatt nehmen. Und bei der U17 muss jeder mindestens eine halbe Stunde gespielt haben oder so. Was soll denn das? Das sind so komische Regeln, die helfen nicht bei der Professionalisierung des Frauenfußballs. Ja, natürlich, hinderlich. Nun ja, das ist also ein Ausflug in die Regelwelt des Frauenfußballs, die für uns absolut keinen Sinn macht. Und wir schauen hier einen Ausflug in den Sturm von Reimann. Und fast hätte sie da den Ball erben können. Und trotzdem wird nachgesetzt. Sarina Winiger, 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 aber Handspiel. Annalena Schwab soll nicht zu weit weg vom Sturm. Und Sempach wechselt nochmal. Die Nummer 4 kommt ins Spiel bei Sempach. Während das Spiel vorbei ist für eine Frau am linken Flügel. Für die Nummer 20, für Huber, ist das Spiel vorbei. Und Anja Rüedi kommt ins Spiel. Huber, sicherlich die beste Frau bei Sempach, ist also jetzt weg. Und Rüedi kommt. Mal schauen, was sie bringen kann, Anja Rüedi. Ja, Budmiga war auch sehr gut, aber Huber hat mir besser gefallen heute. Bucher und Huber waren sehr gut bei Sempach. Schmidt und Budmiga auch. Schade konnte Sempach die Intensität der ersten Halbzeit nicht mit in die zweite Halbzeit nehmen. Gut für Walperswil. Sie konnten so dann schleichend in die Partie kommen. Die Einwechslung von Hediger hat dann etwas Struktur ins Team reingebracht. Und seither Walperswil also in Front. Carina Gerber in einer Soloaktion am linken Flügel hat sie eine starke Flanke reingebracht und Julia Held per Volley erzielte das 1 zu 0. Und dann kamen wir zum 2 zu 0 über Carina Gerber selbst. Ein weiterer Wechsel für Sempach, und wenn Amrain aus dem Weg gehen würde, würden wir auch sehen, wer es ist. Es ist Budmiga, die zurück ins Spiel kommt. Und Reimann, die vom Platz geht, glaube ich, ja. Ja, das darf man hier auch, hä? Ja, das darf man hier, glaube ich, auch. Meine Damen und Herren, das ist nicht despektierlich, wenn Rolf und ich hier fragen, was man wirklich darf. Wirklich nicht despektierlich gemeint. Wir kennen die Regeln in der ersten Liga mittlerweile nicht, weil man die vor 2, 3 Jahren geändert hat. Und wir kümmern uns vor allem um die Women's Super League und die Nationalliga B und U19. Aber
Wenn man mich fragt, tut man diesen Frauen auch keinen Gefallen mit dieser Regel. Danke noch hier an die Nachrichten im Chat. Claudio Schmidt, der sagt, die Küche schließt in 10 Minuten. Na Claudio oder Guido, wenn die Küche an einem Samstagabend schon um 9 Uhr schließt oder 9.10 Uhr, dann ist es auch nicht so gut. Also samstags kann die Küche gerne bis 11 Uhr noch offen bleiben. Und wir, die wir Live-Spiele übertragen, sind dann jeweils froh, wenn sie sogar noch länger offen ist, damit man nach der Arbeit noch essen gehen kann. Aber hier nur, um beim Spaß mitzumachen von Guido und Claudio. Zimmermann, macht das gut. Gerber muss sich drehen. Gerber wird gedeckt. Kann den Ball durchstecken. Annalena Schwab gibt zurück und dann geht die Chance etwas flöten. Zimmermann probiert es nochmal. Bossart könnte erben, tut sie aber nicht. Held. Held bringt die Flanke. Bossart müsste die Hacke auspacken, macht sie nicht. Zimmermann probiert es direkt. So weit am Tor vorbei. Annalena Schwab wollte zusammenspielen mit der Mitspielerin, hätte aber vielleicht einfach selber aufs Tor schießen können. Auch die Nummer 5 ist mittlerweile im Spiel bei Sempach. Das habe ich auch nicht gesehen, wann sie kam, aber bei fliegenden Wechseln, naja. Lürdi, die Sempacher 5, Schöpf und Schmidt, Tanja Schmidt, die ist uns noch ein Tor schuldig. Wird es ein Assist? Schmidt, aber Winiger kann sich nicht drehen. Winiger behaltet den Ball und dann irgendwie wird dann geklärt. Oh, Schöpf spielt etwas mit dem Feuer, kann aber noch klären. 82 Minuten gespielt. Walperswil scheint hier aus der Tissot Arena fahren zu gehen mit ganzen 7 Punkten Vorsprung auf Verfolger Sempach. Sollten sie das Nachtragsspiel gegen Thun gewinnen, wären es 10 Punkte. Und dann, ja, dann kann man in Walperswil im Seeland langsam vielleicht mit dem Aufstieg liebäugeln. In der anderen ersten Ligagruppe das Ganze noch weniger entschieden. Erlinsbach führt vor Wiel. Das ist also jedenfalls der Stand gestern Abend. Könnte mittlerweile schon verändert sein. Der FC Erlinsbach vorm FC Wiel auf Aufstiegskurs. Aber da ist der Abstand noch kleiner. Könnte also auch noch etwas geschehen. Anik Born. Abgesehen von ein, zwei Fehlern in der ersten Halbzeit hat einem Anik Born gut gefallen. Stegemann findet Bossard. Annalena Schwab holt sich den Ball. Wüsten Messier hat heute 1:1 gespielt und kommt dem Ganzen näher. Und das könnte das ein Tor sein? Es ist keines! Schauen wir uns die Szene nochmal an. Viel Mut von Held, zieht einfach ab. Schöpfer sieht wieder nicht ganz so gut aus, hat aber Glück, dass der Kunstrasen nicht befeuchtet wurde. Denn sonst wäre der Ball reingerutscht. Schöner langer Ball für Held. Und dann Held hier im Lauf. Und Schöpf hat etwas Glück hier, wie gesagt. Und Hediger kann diesen Ball nicht ins Tor zimmern. Den Freistoß und jetzt ein Schuss aus der Distanz. Aber kein Problem für Schöpfer. Nicole Schöpfer. Guter Auskick von ihr.
Das kann sie sehr gut. Und Hediger gibt Gas. Hediger kann den Ball nicht holen. Das ist gut. Die Gruppe B, der 2 der ersten Liga. Ja, da ist noch spannend mit Start, das 2 Spiele weniger hat und tendenziell auch noch im Rennen sein könnte, obwohl sie 11 Punkte Rückstand. Nein, ich nehme es zurück. Aber Erlingsbach mit 32, Wiel mit 27, also da 5 Punkte Unterschied. Auch die Gruppe 2 der ersten Liga. Spannend. Okay, gut. Zimmermann lanciert Hediger. Hediger, was macht sie? Hediger geht an die Grundlinie. Nein, wird weggegrätscht von Zielmann. Vanessa Zielmann, gefällt mir gut. Wenn mein Freund Hugo Kostetzer zuhört, geh nach Sempach. Schau dir Vanessa Zielmann an, Hugo. Hol sie dir für dein Team. Hugo Kostetzer, Abseitsexperte und technischer Leiter der Nationalliga B FC Luzern Frauen. Vanessa Zielmann hat sicherlich gute Ansätze. Bossard bringt die Flanke. Gerber war Adressatin. Gerber bekommt den Ball jetzt. Wer schießt aufs Tor? Wer traut sich? Wer nicht? Gerber traut sich, aber wird geblockt. Und dann klärt Bucher. 87 Minuten gespielt. Zielmann, Schmidt, Zimmermann spielt den Ball und die Wade der Gegnerin. Aber Schmidt steht schon wieder. Also kann sie sich freuen, hat sie gegen Zimmermann gespielt, nicht gegen Terschun gestern. Die hat da Kollegin Meluta etwas schlimmer erwischt, Theo Meluta. Die mag die Schweizerinnen wahrscheinlich nicht mehr. Irina Pando hat hier das Schienwadenbein gebrochen. Jetzt hat Terschun das verletzte Wadenbein nochmals aufgeschlagen. Obwohl es scheint so, als ging es Meluta noch einigermaßen gut, aber ja. Theo Meluta, keine guten Erinnerungen an der Schweiz, außer vielleicht die Reha mit Lugano. Anik Born hat einen guten langen Ball, soll fürs 3:0 sorgen. Born, guter Ball und Schöpfer ohne Probleme. Schade, hat Sempach nur 60 Minuten im Tank. Ich hätte gerne ein vielleicht formstärkeres Sempach gesehen, weil das, was Sempach in der ersten Halbzeit gezeigt hat, das war doch sehr gut. Sempach hatte sicherlich die bessere erste Halbzeit als Walperswil. Tanja Schmidt. Ja, wenn du 4 solche Chancen hast, musst du mindestens 2 davon machen. Hätte sie die gemacht, stünde es jetzt 2:2. Und so steht es halt 2:0, weil Gerber genau das Gegenteil macht. Einen genialen Moment von Gerber, der zum Tor von Held führt. Und dann der Abschluss von Gerber direkt. Zimmermann, Zielmann, bleibt dran. Ja, Pascal, tut mir leid. Dann war ich seit 5 Jahren nicht mehr in der ersten Liga der Frauen. Ist gleich dumm, trotzdem dumm, dass die Regel 1 fliegende Wechsel sind. Ich hätte gehofft, man hätte das angepasst, weil man ja auf die erste Liga als Zubringerliga hoffen will für die Profiligen Nationalliga B und Nationalliga A. Und wenn man es nicht angepasst hat, sollte man es möglichst dringend schnell anpassen. So. Ah,
In Sempach bleibt die Küche also offen, wird hier geschrieben von Patrick Stirnimann. Strü käme vorbei. Liebe Grüße an meinen Freund, der früher Spico-Chef von Sempach war, Philipp Herdener. Das ist ein richtiger Krieger und ein Superstar in Sempach. Herdi, wer ist King? Bereitet gerade seine Hochzeit vor. Guter Mann, Philipp Herdener. Schöne Ecke, gut gedacht, aber sie kann den Ball nicht sofort verwerten, die Nummer 5. Der Ball kommt, wenn Bucher den erwischt, steht es hier sehr schön 2:1. Schöpf setzt nach, aber Hediger kann klären. Und jetzt könnte es schnell gehen, Gerber nimmt sich aber Zeit, lanciert Annalena Schwab. Aber Zielmann dazwischen. Carina Gerber. Anik. Born zu Stegemann. Ui, und sie erwischt Born am falschen Fuß. Zum Glück ist da keine Sempacherin. Und so kann Zimmermann den Ball dann doch noch verwerten. Offizielle Spielzeit ist vorbei. 2 Minuten sollten es etwa sein, die nachgespielt werden. Sempach hat die bessere erste Halbzeit. Hätte man die Chancen verwertet, wäre es hier sehr, 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 sehr spannend geworden. Leider hat Sempach nicht mehr als 60 Minuten auf dem Tank. Im Tank. Und so konnte Carina Gerber dann das Ganze entscheiden. Wie so oft war es Carina Gerber, die die Entscheidung brachte. Untergetaucht für 50 Minuten, aber dann tauchte sie im Spiel auf. Eine Einzelaktion führte zur Superflanke und dann hat sie dann auch selber noch getroffen. 2:0. Walpaswil gewinnt verdient, auch wenn sie in der ersten Halbzeit sehr viel Mühe hatten. 93. Minute bricht an. Schiedsrichter wird wahrscheinlich bald abpfeifen. Kommt es noch zur letzten Sempacher Chance? Ein Tor hätten sie sich mindestens verdient. Zu viele Bälle im Spiel, sogar Lukas darf ins Spiel. Lukas Sturm. Ehemaliger Mobulu-Star auf dem Rasen. In der Halle. Angehender Trainerstar auf dem Rasen, Lukas Sturm. Guter Einwurf, aber geklärt wieder mal von Walpaswil. Sempach setzt nach, aber Walpaswil könnte jetzt noch ein letztes Mal kontern. Aber Schwab. Nicht schnell genug, um den Konter jetzt noch zu fahren. Joy Schwab für Bossard. Der Ball kommt nochmal für Joy Schwab, aber gut gestört von Geraldine Lang. Und das Spiel ist vorbei, 2:0. Walpaswil erweitert die Distanz auf Sempach auf 7 Punkte, haben ein Spiel weniger, könnten also nach dem Nachtragsspiel gegen Thun sogar 10 Punkte führen. Der Aufstieg, der naht für Walpaswil, aber Sempach darf den Kopf nicht hängen lassen. In der ersten Halbzeit hat vor allem Sempach gespielt. Sempach war 50 Minuten lang das bessere Team. Aber wenn du nur 50 Minuten lang spielen kannst, ja, das reicht nicht. Walpaswil kam, eine gute Einzelaktion von Carina Gerber hat alles wieder belebt. Und dann hat sie dann auch selber noch getroffen, nachdem sie Julia Held bedient hatte zum 1:0. Das gibt uns also jetzt das Resultat von 2:0. Das war's von uns heute hier aus Walpaswil, in der Tiso Arena in Biel. Leih zu Hause hier mit dem Kunstrasen, weil der heimische Rasen in Walpaswil nicht bespielbar war.
Wir danken euch fürs Zuschauen und Zuhören. Vergesst nicht, wir haben am Dienstag eine Sendung für euch vorbereitet zum Frauenfußball zur Schweizer Nationalmannschaft. Die spielt nämlich gegen Italien um alles. Das Spiel in Thun um 17.45 Uhr gegen Italien. Es geht um die WM-Qualifikation. Nebst dieser Sendung werden wir schauen, ob wir nächste Woche noch ein anderes Spiel zeigen. Das steht noch offen. Abonniert uns hier auf YouTube, aber auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf Soundcloud und auf Spotify, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Zu Abseits, wir sind das Zuhause des Frauenfußballs in der Schweiz und des Futsals in der Schweiz. Frauenfußball und Futsal gehen Hand in Hand hier bei Abseits auf YouTube. Wenn euch Futsal gefällt, wir haben gerade einen neuen Podcast hochgeladen heute Nachmittag und werden dann auch am 24.04. für euch das Spiel zeigen. Das entscheidende Halbfinale zwischen den Futsal Maniacs und dem Team aus Genf, Swiss Futsal Geneva. Zunächst aber nächste Woche wahrscheinlich wieder Frauenfußball live. Abonniert uns hier auf YouTube, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Danke euch für das Zuschauen hier in der ersten Liga der Frauen. Und wir sind gespannt, wer dann wirklich aufsteigt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ich wünsche einen schönen Abend und danke nach Semmering, nach Walperswil. Tschüss zusammen.